So, wir sind jetzt live. Es ist der 29. September, 21 Uhr 2013. Ja, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich im Namen von JIT TV aus dem Internationalen Intuitionsinstitut aus Prien am Chiemsee und es sagt ganz herzlich guten Abend. Julia Sonne. Und ich als Carsten Steffens. Und natürlich sind wir ganz glücklich, dass wir auch den Dr. Jade Liuzzi und seine Frau Sabine heute Abend dabei haben. Also, dass wir eine Runde machen, so wie gestern Abend, in dieser Reihe über die Organe, die wir gestern Abend begonnen haben, im ersten Teil und freuen uns heute auf den zweiten Teil. Also, gestern Abend ging es ja um die Galle, um das Organ Galle. Und heute Abend beschäftigen wir uns mit den Nieren. So, das ist die Ankündigung, ganz kurz zum Ablauf noch. Wir machen das wieder so, wie wir es gestern gemacht haben, dass ich eine kurze Einführung gebe über die medizinische Seite. Also das hält sich ganz kurz, wird nur kurz angerissen. Ein kleiner Ausflug in die chinesische Betrachtungsweise, das heißt also aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und dann gehen wir ins eigentliche Hauptthema, in die spirituelle oder übergeordnete Sichtweise dieser Dinge. Ja, so das war die Begrüßung von mir. Ich gebe das Wort mal ein bisschen an die Julia. Ja, also mich interessiert jetzt natürlich sehr, die Reaktion, die Resonanz der Zuschauer. Ich würde ganz gern wissen, wie es euch in dieser Meditation ergangen ist. Und vielleicht gebe ich mal kurz das Wort oder auch lang der Sabine, die vielleicht von ihren Emotionen oder von dem einfach berichten kann, wie es ihr ergangen ist. Den Chat, wo ihr also jetzt reinschreiben könnt, den kann ich jetzt persönlich im Moment nicht sehen. Und das ist so, wenn ihr also wirklich brennende Fragen habt, schreibt sie bitte in den Chat. Und ich glaube, dass man die Fragen dann zum Schluss der Sendung, dass man 5 Minuten vielleicht vorher nochmal auf den Chat schaut, um eure Fragen noch mit einzubeziehen. So, liebe Sabine, wie ist dir denn ergangen? Holala! Herzlichen Dank, also nochmal für die Zuschauer, die gestern nicht dabei waren, gestern das Thema Galle. Und also ich kenne mich im Medizinischen und so nicht so aus. Ich gehe mal über die Wahrnehmung und finde es immer ganz spannend, also intuitiv so ein Organ zu fühlen. Und dann hat die Julia mit mir eine Reise gemacht. Das ist einfach so geschehen. Es ist einfach, bumm, war ich drin. Und mit einer Emotion und hat mich tiefer und tiefer und tiefer geführt. Und bis zu einem gewissen Punkt und wirklich sehr, sehr achtsam, sehr behutsam, sehr, ich habe mich sehr getragen gefühlt. Ganz, ganz lieben Dank. Und es sind dadurch ja, sehr, sehr viele, ein richtiger Prozess im Gang dadurch jetzt und es ist auch noch längst nicht abgeschlossen und freue mich aber, jetzt da auch weiter begleitet zu werden von euch und habe von mir auch aus Bilder bekommen, auch Informationen und fühle mich jetzt richtig so, ja, wie in so einer Reise, ne? Einerseits Reise in die Vergangenheit, wo es aber nicht darum geht, jetzt nochmal alles in das Alte, in den alten Schmerz irgendwas einzutauchen, sondern einfach nur, wo was sichtbar werden darf und unbewusste Dinge und die dann sichtbar werden und die dann, juhu, wo die Schatzkammer geöffnet werden kann und dadurch einfach hinter diesen verborgenen Altdingen, die sich irgendwie wie Schmerz oder Blockaden, wie man sagt, anfühlt, einfach jetzt die Schatzkammer öffnen zu dürfen. Da freue ich mich sehr. Das wollte ich Resonanz, ja, ich bin noch voll drin. Ja. Wichtig ist, dass die Schlussaffirmation für dich eben tragend ist, damit die Schlussaffirmation wie ein Spülmittel ist, ja, dass man diesen Rest aus dem Körper hinaus begleitet, in die Psyche hinaus verabschiedet und letztlich dann umkehrt in die Vision, wo man hin möchte, ins Ziel, dass das Ziel lebt und der Körper dann damit mit der intelligenten Zelle es auch annimmt und mitformt. Das wäre jetzt die Fortsetzung gewesen von gestern. Ah, so, Carsten. Ganz herzlichen Dank. Ja. Ja.
Ja, auch dir ganz herzlichen Dank für das tolle Feedback, Sabine. Ja, gut, steigen wir ein in das heutige Thema, die Niere oder die Nieren, weil es ist ja ein paariges Organ, also in der Regel haben wir davon zwei Stück. Die liegen rechts und links neben der Lendenwirbelsäule, ungefähr in Höhe, ja, man könnte sagen, die Nierenspitze ragt so ungefähr bis in die Höhe der 11. Rippe, wobei die linke etwas höher liegt und die rechte etwas tiefer liegt. Also die linke liegt unter der Milz, die rechte unter der Leber, aber wie gesagt eben im hinteren Bereich, also neben der Wirbelsäule. Ich habe das jetzt einfach nur wegen der Höhe beschrieben, wegen der Lage, und damit man sie sich einfach mal auch ein bisschen vorstellen kann, wo das ungefähr liegt. Ist ja am Rücken, ne? Am Rückenbereich, ja klar, also sie liegt nicht im Bauchraum mit, also ist außerhalb des Bauchfelles, liegt also extraperitoneal, wie man das so sagt. Und ja, es ist ein sehr fleißiges Doppelorgan, ist also sehr gut mit Blut versorgt, wird also direkt von der Hauptschlagader, also von der Aorta, mit Blut versorgt. Und man staune, es fließen pro Tag ungefähr 1500 Liter Blut durch unsere beiden Nieren. Also, 1500 Liter. Das muss man sich mal vorstellen. Blut. Ja, 1500 Liter fließen durch. Also durch die Nieren, ne? Also, ja, genau, werden umgewälzt durch die Nieren. Mhm. Daraus werden ungefähr 150 Liter von dem sogenannten Primärhahn gebildet. Das heißt, das ist also das, was zuerst abgefiltert wird. Das erkläre ich nochmal dann. Und daraus entstehen dann letztendlich ungefähr, je nach Trinkmenge, 1,5 Liter Harn, dann, der dann halt eben über die Blase abbefördert wird. Über den Tag verteilt. Ja, über den Tag verteilt. Ne? Also ist die Hauptaufgabe, wie gesagt, man könnte sagen, die Niere, ich will das jetzt wirklich nur ganz kurz anreißen. Ist ja fast eine Powerei. Ne? Wenn jemand das also wirklich interessiert, Nierenphysiologie und überhaupt die ganze Geschichte im Wikipedia, kann man das sich ganz toll anschauen und auch nachlesen. Ich möchte jetzt einfach nur einen ganz kurzen Abriss geben. Also die Hauptaufgaben der Nieren sind halt eben diese Filtrationsarbeit, das heißt also, das Reinigen quasi unseres Blutes von Substanzen, von Körpersubstanzen, die halt eben ausgeschieden werden, wie zum Beispiel Kreatinin und andere Teile. Und dann ist sie natürlich hauptverantwortlich dafür, dass sie halt den Wasserhaushalt regelt, das heißt also den orthostatischen Haushalt einfach, das heißt also den gesamten Wasserhaushalt im Körper regelt. Und drittens hat sie auch noch Entgiftungsfunktionen, das heißt also das, was von der Leber vorbereitet wird, wird dann also nochmal über die Niere ausgeschieden. Also drei wichtige Aufgaben. Dann hat sie noch Aufgaben in der Blutdruckregulierung. Es werden also auch Hormone gebildet, zwei Stück. Einmal das Renin, Angiotensin-System ist es einmal und einmal das ADH, das sind zwei Hormone, die also noch auf den Blutdruck mitwirken, aber wie gesagt, ich reiße es nur ganz kurz an. Ja, das sind so... Um einfach die Wichtigkeit zu sagen, ihr zu Hause eben viel Gutes trinken solltet, damit es in Bewegung bleibt und flüssig bleibt. Ja, die Niere konzentriert halt eben mehr nachts, ihre Konzentrationsarbeit leistet sie mehr in der Nacht. Deswegen ist es anzuraten, Trinkmenge meistens so tagsüber. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn die nachts arbeitet, muss ich doch trinken, oder? Nein, nachts konzentriert sie. Was heißt das, dass sie konzentriert? Nachts arbeitet sie und konzentriert halt eben diese Ausscheidung. Na, das heißt, dass... Was heißt konzentriert? Ja, sie filtert das Blut durch diese sogenannten Nierenkörperchen. Diese ganzen Kelche und was da alles drin ist. Ja. Gut, da könnte man in die Anatomie gehen. Ja, also, das müssen wir nicht. Also die Kelche und... Ja, die Kelche münden dann ins Becken, aber das wäre zu weit gegangen. Ne? Empfindlich sind die Nieren oftmals auf, sie haben eine bindegewebige Kapsel und sie sind in Fett eingelagert. Das schützt sie A gegen Unterkühlung und B auch gegen das Verrutschen. Also wenn der Mensch jetzt sehr stark ab
magert, dann nimmt das Nierenfett ab und es führt dann auch dazu, dass sie häufiger verrutschen und es kann dadurch dann also auch zu Funktionsstörungen kommen. Ja, was ist dann, wenn die leichtsinnigen Mädels mit so kurzen T-Shirts rumlaufen, so noch im Oktober? Ja, damit je nach Konstitution. Wie gesagt, man kann immer nie irgendetwas generalisieren oder pauschalisieren. Das kann dazu führen, wenn dieses Mädchen ein bisschen, wie soll ich sagen, schlank ist sehr vielleicht und ein wenig eh schon fröstlich veranlagt ist. Ja, die muss ich dann halt so diese Wärmflasche umschneiden. Kann das eben dazu führen, dass eben erstens mal die Nierenenergie oder die Nierenleistung geschwächt wird und es kann natürlich auch dann dazu führen, dass die halt eben empfindlich werden, sich schnell mal eine Blasenentzündung wegholen und das kann natürlich dann auch, wenn es ganz dumm geht, weiter aufgehen ins Nierenbecken oder dann in die Nieren. Deswegen. Okay, ich glaube, dass die Leute das alles schon kennen, ja. Beschwerden. Wir wollen uns ja heute ein bisschen konzentrieren auf das, was vielleicht mit der Niere zusammenhängt, aber da kommt doch noch was von Carsten. Natürlich, da kommt jetzt noch eine kleine chinesische Betrachtungsweise. Aus der chinesischen Terminologie, ich habe das gestern schon mal angerissen kurz, die Chinesen erklären das Ganze sehr bildhaft und gestern haben wir gelernt, dass die Galle dem Element Holz zugeordnet ist, was dem Frühling entspricht und quasi dem jungen Yang zugeordnet ist und so ist die Niere dem Element Wasser zugeordnet ist und das ist also die stärkste Yin-Form und die Jahreszeit ist der Winter. Wie die Jahreszeit ist der Winter? Für was? Ja, für Pflanzenentzündungen, oder? Nein, das ist die bildliche Erklärung. Ich habe ja gestern versucht zu erklären, dass die Chinesen halt eben dieses bildhafte Denken angewendet haben, um Funktionen zu erklären. Das heißt also Makrokosmos gleich Mikrokosmos. Eben die Galle als Funktionseinheit im Frühling untergeordnet. Jetzt sagen wir rein energetisch gesehen. Und energetisch gesehen ist halt die Niere halt eben das absolute Yin, also die absolute Speicherkraft. Und deswegen liegt laut der chinesischen Terminologie auch die angeborene konstitutionelle Kraft, die Erbkraft. Die Erbkraft, ja, also das, was der Mensch quasi als seine angeborene konstitutionelle Kraft mitbekommt, liegt in der Niere, wie soll ich sagen, verborgen. Man könnte fast sagen, es ist der energetische Akku. Das kann ich nicht verstehen. Ja. Das ist für mich nicht chinesisch. Ich kann es wirklich nicht verstehen, weil ich nicht verstehen kann, was mit der Niere und mit der Vererbung damit zu tun hat. Dann müsste ja, lass mich doch auch mal bitte, dann müsste ja in der Niere eine gentechnische Situation vorhanden sein, die speichert, irgendwelche gentechnischen Sachen von Mama Baba, oder? Ja, wenn man das so umsetzen möchte in die medizinische oder in unsere Terminologie, dann könnte man das durchaus, sagen wir mal, andeuten und so sehen. Also das, was du als Erbgut mitbekommst, das ist bei den Chinesen halt eben einfach diese konstitutionelle, das heißt das, was dir als deine eigene Kraft angeboren und mitgegeben wurde, liegt quasi in der Niere gespeichert. Also das ist jetzt eine Situation, die ich noch nicht nachvollziehen kann. Ja gut, vielleicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht kommen wir dann im Laufe der. Aber die Chinesen wissen das schon länger. Die Chinesen machen das ja schon seit 3.000 bis 5.000 Jahren. Und diese Kraft haben sie halt eben einfach der Niere zugeordnet und haben gesagt, diese angeborene Kraft ist dort verankert. Also auch die Nervenkraft. Unter anderem, das heißt also die Kraft, die man braucht, um ja, sagen wir mal, sein Nervenkostüm aufrechtzuhalten. Das heißt, das Nervenkostüm auch im Kopf, in der Nervosität, ja, wie ich reagiere das, auf Stress, ja, und Freude, ist alles in den Nieren. Veranlagt. Ein Großteil ist dort mit veranlagt. Wie kann man sich denn sowas vorstellen? Ja, Da muss man sich mal ein Bild machen. Da muss man sich ja ein bisschen mit der Terminologie beschäftigen. Hat denn dann die Niere ein Gehirn? Denkt die für mich? Sicherlich hat jede Körperzelle ihr eigenes, wie wir wissen, ihr eigenes Gedächtnis und ihr eigenes Gehirn. Wie die Chinesen jetzt darauf kommen, das kann ich dir auch nicht im Detail erklären. Jedenfalls ist es dort so, niedergeschrieben und wiedergegeben, dass diese beiden
Kräfte eben in der Niere veranlagt sind. Und man kann auch zum Beispiel, es ist Erfahrung, Praxiserfahrung, wenn man einen Menschen hat, der sehr geschwächt ist oder der halt eben einen geschwächten Eindruck macht und man überprüft dann zum Beispiel die Nierenpulse an den Pulsstellen hier, am Radius, dann kann man diesen Puls oftmals auch sehr, diesen Nierenpuls, den man da tasten kann. Der, für viele Zuschauer ist es jetzt unbekannt, was Pulse ist, was du tastest. Wir kennen ja den Puls einfach, die gehen im Krankenhaus, komm mal her, wie lasten, 70, 80, 60 bist du trainiert. Das ist eine Spezialität aus der... Vielleicht magst du es mal vielleicht den ganz Zuschauern kurz, zeigen. Ganz kurz. Ich rutsche auch ein bisschen zur Seite, dass du vielleicht den Puls zeigst. Dass ja, es da verschiedene... Ja, hier einfach der ganz normale Radialispuls, wo man hier bei uns im Westen halt einfach die Pulsgeschwindigkeit, natürlich auch werden Qualitäten getastet haben. Die Chinesen hier man tastet das mit drei Fingern, sind drei Pulsstellen, die erste in der Mitte, dann oben und dann unten. Hier unten würde beispielsweise die Niere liegen, hier oben liegt die Lunge und in der Mitte liegt die Milz am linken Arm, am rechten Arm kann man dort dann eben Herz, Leber und die andere Niere testen. Und, das muss man aber üben. Das muss man üben. Das ist weil die Pulse, du sagst immer, wenn du das am Patienten machst, die liegen tief oder oberflächlich, muss es in den Fingerspitzen haben. Ja, das muss man richtig üben. Das muss man sehr lange üben. Da gibt es Pulsdiagnose. Das nennt sich halt die Pulsdiagnose. Da gibt es ungefähr ungefähr 30 Hauptpulse, die man so an den Qualitäten tasten kann. Und dann kann man noch ertasten, auf welcher Höhe die liegen. Und wenn man das alles zusammen gut beherrscht und interpretiert, dann kann man da eine Aussage über den energetischen Zustand des Körpers treffen. Können wir denn mal eine Pause machen? Ja, gerne. Wie kommt es denn bei euch an, Cheat und Sabine? Also ich finde es total interessant, dass das so ein Kraftzentrum ist, also dass da so viel gespeichert ist, finde ich ganz, ganz spannend. Ich habe ein paar Jahre auch Qigong praktiziert und da weiß ich, dass die Niere auch einen sehr, sehr wichtigen Anteil spielt und dann spezielle Übungen gab, speziell für die Niere, die da richtig ganz viel Beachtung bekommen hat. Und das hat mir auch richtig, richtig gut getan. Ich habe mich dadurch richtig stark und kräftig auch gefühlt, also und sehr zentriert und mittig, als diese Nierenübungen dran war. Daran erinnere ich mich gerade. Also ich finde es total spannend, ja. Ja, es ist interessant, was die alles rausgefunden haben. Zum Beispiel liegt auch der Sitz der Willenskraft in der Nierenenergie gespeichert. Das heißt also, die Kraft des Willens ist also ein Ausdruck, wenn ein Mensch, sagen die Chinesen, es ist ein Teilaspekt. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht, es ist ganz unmöglich, das alles zu erklären. Ich kann einfach nur, sagen wir mal, ein paar Anrisse geben. Wenn ein Mensch sehr willensstark ist, könnte man die Chinesen ziehen dann einen Rückschluss auf die Niere. Das müsste man dann noch weiter, herunter determinieren, welche Kraft, ob es nun das Nieren-Yang, das Nieren-Yin, da gibt es verschiedene Einteilungen, um das, zu beurteilen. Aber die Willenskraft ist auch ein Ausdruck der Niere oder der Nierenenergie. Die körperlichen Anteile bei den Chinesen werden die Knochen, das Knochenmark. Das heißt also auch in dem Fall die Blutproduktion, weil das die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, die werden also teilweise auch im Knochenmark unter anderem. Moment, jetzt muss ich differenzieren. Gebildet. Gestern hatten wir ja die Galle, die mit den Sehnen und auch mit den Knochen. Muskeln. Also gestern die Galle, Sehnen und Muskeln. Genau. Heute die Niere ist Knochenmark und in diesem Knochenmark wird was gemacht? Werden unter anderem die roten Blutkörperchen hergestellt. Also nicht nur in der Milz, sondern im Knochenmark auch. Nein, in der Milz werden die überhaupt nicht hergestellt, sondern hauptsächlich im Knochenmark. Also Knochenmark. Niere und Knochenmark. Und auch die Zähne. Also was ist denn jetzt, wenn ich wenn der Mensch eine Osteoporose hat, wenn die Knochen recht desolat sind? Ja, dann ist dann die Beobachtung tatsächlich, dass die Niere für diese Menschen... In der chinesischen Medizin wird ja alles energetisch betrachtet und so auch dieses. Und das kann man immer nur ganz individuell durch eine chinesische Diagnostik stellen, die halt eben
durch Tasten, durch Riechen. Ja, das schon, aber ich wollte jetzt wissen. Ja, die tun durchaus Rückschlüsse dann auf die Nierenenergie ziehen. Ja, das machen sie. Das hätte ja auch, wenn man jetzt mal, Entschuldigung, wenn ich da jetzt nochmal unterbreche, das hat ja auch oft mit den Säuren zu tun, die wir aufnehmen. Ja. Der Mensch ist ja meistens übersäuert. Mhm. Und Säure entzieht dem Knochen Substanz. Richtig, das ist die westliche Betrachtungsweise. Und wo ist die Säure? Die Säure ist dann im Blut, ne? Und muss ja dann irgendwie gefiltert werden. Nein, das ist falsch. Diese Säure, also der pH-Wert des Blutes, der Blut ist ein Kardinalsaft und der wird sehr, sehr exakt vom Körper konstant gehalten auf 7,43 irgendwas. Und da wird also kaum was dran gedreht. Wenn das aus dem Lot gerät, dann ist man in der Regel in der Notaufnahme im Krankenhaus. Der Säure-Basen-Haushalt, von dem wir hier reden, das ist in der Bindegewebsflüssigkeit oder auch, sagen wir mal, auch in der Lymphe, also in der Zellflüssigkeit. Dieser Säure-Basen-Haushalt ist damit gemeint. Und wenn das halt eben übersäuert ist, das ist eine naturheilkundliche Meinung, von der Schulmedizin wird die nicht unbedingt unterstützt, dann zieht der Körper sich halt eben die Basen, die er braucht, um das auszugleichen aus diesen Substanzen, die aus den Knochen oder auch aus den Sehnen oder aus den Zähnen, aus diesen Basenlagern des Körpers, zieht er das raus, um das abzupuffern. Und das führt dann auf der anderen Seite zu einer Knochenbrüchigkeit, zu der sogenannten Osteoporose. Hat aber auch wieder einen Bezug in die chinesische Medizin, weil eben ja auch physiologisch das mit über die Niere geregelt wird. Das wollte ich ja wissen, ob die Osteoporose dann mit der Niere oder wie beeinflussbar wäre. Im entferntesten Sinne, die Chinesen beeinflussen sie energetisch, indem sie halt einfach die Nierenenergie stärken. Was weiß ich, wenn eine Kälteerkrankung vorliegt, dann wird halt eben einfach Wärme zugeführt, dann werden halt Akupunkturpunkte gestochen, die das halt eben bewerkstelligen, oder es werden Kräutermischungen gegeben, die das ausgleichen. Ne? Muss denn immer ein Akupunkturpunkt gestochen werden? Nein. Das ist so penetrant. So kann man denn damit sagen? Man könnte auch sagen, er wird genadelt, ja. Mhm. Ja, kann man denn einfach sagen, man geht einfach zu einem Punkt hin und nimmt da Einfluss? Geht das nicht? Ja, man muss das immer gerammt werden. Die Chinesen, die bevorzugen halt die Nadeltechnik. Es gibt auch verschiedene Druck. Punkttechniken, wie zum Beispiel das Tuina in der chinesischen Medizin, ist eine ungefähr dem Shihatsu, der in der japanischen Medizin gleichzusetzen, ein bisschen hat Ähnlichkeit miteinander. Also man kann quasi auch per Druck, also das ist eine sehr differenzierte Technik, diese Massagetechnik, die sich Tuina nennt, mit der die Chinesen auf die Akupunkturpunkte einwirken, und wir hier im Westlichen, wir haben halt eben auch noch die Farbakupunktur, wo man halt eben drauf einwirken kann auf die Punkte. Aber wie gesagt, ja, die Chinesen verwenden ja eben auch nicht nur Nadeln. Wenn sie einen Schwächezustand haben, wird halt eben Wärme zugeführt, das heißt durch Moxa, durch Beifußkraut, was halt eben dann in Form von Kegeln auf einer Ingwer- oder Knoblauchscheibe. Jetzt bist du aber schon sehr in der Tiefe. Ja, du hast mich gefragt, also muss ich antworten. Man merkt, du kannst doch einiges oder kennst vieles. So, also wir waren stehen geblieben, dass die körperliche Entsprechung Knochen, Mark und Zähne sind. Die äußere Erscheinung ist das Haupthaar. Muss ich mich jetzt verstecken, weil ich habe ja nicht mehr so viel. Übrigens, was mir noch einfällt, so als kleines Beispiel, wenn Pferde gekauft werden, ja, auf dem Pferdemarkt, dann schaut man sich unter anderem ja auch das Gebiss an. Und, ja, das muss ja jetzt nichts unbedingt so bedeuten. Ne? Ja, das, die Leute, die Pferde kaufen, die scheiden Allgemeinzustand, ob das Pferd gut ernährt ist. Genau, und wie gesagt, man könnte dann eben auch, wenn man es chinesisch betrachtet, einen Rückschluss auf die Nierenenergie ziehen. Okay, das äußere Organ ist... Darf ich ganz kurz mal unterbrechen? Ja. Sabine, wie findest du das Ganze? Ich finde euch total schön. Also ich höre ganz gespannt zu und ich finde diese Entsprechung, also mich, normalerweise höre ich nicht gern so Theorie zu, ne, und kann schlecht folgen, aber so wie ihr das macht, so lebendig, ich find das wie so ein kleiner Krimi. Ich finde das total,
Ich bin total da und nehme das für mich. Ich sauge das richtig auf. Finde es ganz schön, wie ihr das auch macht. Als kurze Rückmeldung. Ja, danke Sabine, das ermuntert mich doch etwas. Quasi mir die Hiebe verpasst. Nee, die versteht oftmals was. Ich frage halt nach. So. Vielleicht auch im Sinne der Zuschauer. Ja, natürlich. Also wie gesagt, das Sinnesorgan, was den Nieren bitte immer in der chinesischen Medizin, ja, es gibt auch verschiedene andere Medizinrichtungen, das ist halt eben einfach, was die rausgefunden haben. Also das Organ, das Sinnesorgan, wie wir gestern bei der Galle oder bei der Leber speziell die Augen zugeordnet haben, ist bei den Nieren halt das Ohr. Also das Ohr? Ja, das Ohr. Was ist da mit dem Ohr? Ja, also wenn die Chinesen therapieren Ohrenerkrankungen halt sehr oft und gerne über, da wird dann unter anderem auch die Nierenenergie geprüft und gecheckt, ja. Zum Beispiel Tinnitus hat auch immer was mit der Nierenenergie zu tun. Da gibt es verschiedene Formen, aber wenn ich das hier erläutert habe, da sitzt man morgen früh noch dran. Das dauert zu lange. Ich kann es immer nur anreißen. Also das sind auch Sachen, die ich jetzt noch gar nicht gewusst habe, muss ich jetzt mal echt zugestehen. Das hat mich da schon ein bisschen bohren. Das Gefühl, was der Niere zugeordnet wird, ist der Angst. Oder die Angst, die Furcht, der Schreck. Deswegen auch bei uns in der Banalpsychologie. Also psychologisch jetzt die Angst zugeordnet der Niere. Ja. Also wenn du zu viel Angst hast oder in deinem Leben sehr viel Angst und Furcht durchstehen musstest. Das könnte ich aber auch noch bestehen, weil ja die Nebennierenhormone irgendwie damit in Verbindung sitzen und die spüren das, sitzen ja irgendwie. Ja, die sind der Nieren. Die Nebennieren sitzen ja auf. Die Nebennieren sind auch. Jetzt habe ich es leider aufgerissen, die Nebennieren. Was soll ich machen? Ich muss mal kurz erklären, wieso zwei kleine Hütchen sitzen sie auf den. Das ist die Nieren. Komm, machen wir es mal. Hier ist die Nieren. Wo sind die Hütchen? Ja, hier sitzt auf jeder sitzt ein kleines Hütchen. Ne? Wie so ein kleines spitzes, also Hütchen. Da sitzt die fest drauf? Ja, die sitzt fest drauf. Also richtig, bong. Ja, die ist fest da drauf. Wenn die sich jetzt bewegt, die Niere, weil sie dauernd da rumarbeitet, die muss jetzt sich bewegen wie ein Schwamm, dann bewegt sich das da oben auch, die Gegennieren. Mitnichten, ja klar, natürlich. Doch, die Sabine weiß das. Ja, natürlich. Die Sabine weiß das. Das hatte ich ja wohl erklärt, dass die Nieren normalerweise eben einen Fettmantel haben, der das ein bisschen verhindert. Ne? Ja, aber trotzdem, die Bewegung ist wichtig. Ja, genau. Damit auch diese Hormönchen mit angestoßen werden. Genau. Also, und die Angst dadurch... Vielleicht? Ja, durch Adrenalin und Noradrenalin zum Beispiel. Das sind ja Hormone, die halt eben dort gebildet werden, neben Nierenrinde, neben Nierenmark. Ich reiße es bitte nur kurz an, wer das genau wissen will. Schaue bitte im Wikipedia nach, da gibt es das ganz genau erklärt. Also, die Chinesen, die haben das vor 3000 Jahren, denke ich, noch nicht so genau gewusst, aber trotzdem haben sie die Furcht oder die Angst der Niere zugeordnet. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Gelernt, gut. Und der Geschmack der Niere, also das ist das Salzige. Das salzige Element wird auch der Niere zugeordnet. Das heißt also, wenn man jetzt übermäßig viel Salz zu sich nimmt, dann könnte es sein, dass man damit die Nierenenergie schwächt. Das verstehe ich wieder nicht. Mhm. Und zwar verstehe ich Folgendes nicht. Das ist einfach Energie. Nein. Du hast jetzt gerade gesagt, den ersten Satz, wenn du ihn noch zusammenkriegst, Salz ist der Niere zugeordnet. Der Geschmack. Geschmack. Der Geschmack, der Salzgeschmack ist der Niere zugeordnet. Was heißt das? Heißt es, wenn ich jetzt zum Beispiel abnehme, ja, und eben kein Salz zu mir nehme und plötzlich habe ich so einen furchtbaren Appetit auf Salz, kennt ihr bestimmt, ist das ein Nierenzeichen, dass plötzlich die Niere schreit und sagt, ich brauche jetzt Salz? Das war die Frage. Wenn du das jetzt, man muss das immer zweidimensional in dem Falle betrachten. Einmal unsere westliche Terminologie und dann das bildhafte Betrachten der chinesischen. Nee, ich habe das jetzt nicht auf westlich bezogen, sondern auf mich als Mensch, Mensch. Das kann durchaus, wenn ich dich jetzt chinesisch diagnostizieren würde und würde das halt eben anschauen, dann könnte ich eventuell einen Rückschluss daraus ziehen. So. Okay. Ja, was für ein Rückschluss denn jetzt? Ja, auch den energetischen Zustand deiner Nierenenergie. Ob
das Nyin Yang jetzt zu schauen ist. Also wenn ich jetzt Appetit habe auf Salz, was ist das dann? Es könnte ganz banal sein, dass der Körper das halt eben braucht, dass er das Verlangen danach hat. Ja. Nicht der Körper, sondern die Niere? Weil ja der Geschmack, Salz, der Nierenstoffe. Unter Umständen könnte das so sein. Aber wie gesagt, man kann es nicht pauschalisieren. Es kann so sein. Es ist aber schade, dass man das jetzt nicht pauschalisiert. Kann man nicht. kann man nicht, aber es ist noch nicht möglich. So. Ja, warum steht es denn dann in der chinesischen Folge? Weil die das rausgefunden haben, dass dieser Geschmack halt eben einfach der Niere zugeordnet wird. Und wenn man halt eben, ja, wie gesagt, ich kann es einfach nur so sagen, wenn du ein vermehrtes Salzverlangen hast, dann könnte man daraus ganz genau einen Rückschluss draus ziehen. Ne? So. Abgehandelt. Ja, das Gegenteil ist davon. Dann eben der bittere Geschmack, der eigentlich dem Herzen zugeordnet ist, aber die beiden, die gleichen sich da ein bisschen aus. Aber wie gesagt, da müsste man dann in die chinesische Diätetik gehen und das geht dann, glaube ich, jetzt ein bisschen zu weit. Okay. Na gut, jetzt habe ich euch so ein bisschen einen Abriss darüber gegeben. Jetzt sind wir erstmal platt. Ne? Wenn man jetzt dieses Angstgefühl wieder in die westliche Banalpsychologie mit rübernimmt, da heißt es ja auch, dass Nierensteine versteinerte Angst sind. Ja? Genauso wie Gallensteine. Besser. Ja, das wird banalpsychologisch so gedeutet. Breitband-esoterisch oder Breitband-psychologisch? Breitband-psychologisch, ja. Volksmund. Gallensteine hat man sich angeärgert und Nierensteine hat man sich angefürchtet. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay. Nierensteine, oh, nee, da mache ich mir Notiz, das geht nicht, das kann ich so stehen lassen. Alles klar. Nierensteine hat man sich angefürchtet. Okay, mach nur weiter. Ich schreib's mir auf. Ich konnte dann. Ja, klar. Angefürchtet, gut. Ja. Okay. Banalpsychologisch gesehen. Okay. Ne? Ja. Gut. Volksmund. Ja. Okay, habe ich schon notiert. Gut, alles klar. Ja, damit wäre ich, denke ich, weit über die Zeit, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, darüber zu reden, hinaus, weil wir wollen ja eigentlich über die feinstoffliche Bedeutung der Nieren reden, und das ist ja dein Spezialgebiet und auch das Spezialgebiet von Jeet und Sabine. Also, dann übergebe ich euch jetzt das Wort. Ja, ich frage einfach mal den Jeet, lieber Jeet. Ich hätte ganz gerne, du hast das, ich sage immer ein bisschen so, vor Tagen erzählt, dass die Zelle intelligent ist. Dass die Zelle, ich lasse es jetzt mal bei dem Begriff, intelligent ist. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Was fällt dir dazu ein, oder Sabine? Ja, Intelligenz ist das, was eine Schöpferkraft hat, was reell ist und was auch etwas Neues erschaffen kann. Das heißt, wenn die Zellen intelligent sind, die können Gewebe verändern. Natürlich, intelligente Zellen können auch Organe und Gewebe krank machen. Denn alle Krankheiten, wenn ich das so sagen darf, die wir in uns oder Schmerzen hervorrufen, entstehen aus unserer Intelligenz. Weil sie eben Botschaften sind, um etwas zu erkennen, um etwas zu speichern, in unserer Genetik, damit wir später das herausholen können und nicht vergessen, dass zum Beispiel eine Angst versteinert ist oder ein Ärger versteinert ist, wie ihr das gesagt habt. Und deswegen liebe ich das Wort Intelligenz, weil kann natürlich aus seiner Schöpferkraft etwas kaputt machen und kann natürlich das auch wieder regenerieren. Also wenn wir intelligente Zellen aktivieren oder aus unserer Seelenintelligenz etwas verstanden haben oder erkannt haben, dann aktivieren wir die Zellen, um zu reparieren, seit kurzem auch, um Neues entstehen zu lassen, und auch um es mit neuen Informationen zu versorgen. Weil wenn wir die Informationen geben können, dass wir eine Angst in die Niere versteinern, sogar wir sind in der Lage, in unsere Niere Steine zu bilden, so sind wir auch natürlich in der Lage,
sowohl dies aufzulösen, sowie auch Themen, die dort geschrieben sind, aufgrund der organischen Kompetenz der Nieren. Da können wir auch etwas Neues schreiben, etwas Neues hinzuzufügen oder ganz neu strukturieren und ganz neu organisieren. Und diese Intelligenz ist das Aufregende, das, was für uns jetzt die nächsten Jahre, die Herausforderung für uns zu erkennen, dass wir das immer konnten, aber jetzt irgendwie neue Möglichkeiten haben, das zu tun. Und das ist aufregend, das ist spannend. Ja, es ist so empfinde ich, so habe ich es empfunden, wie ein Roman, der beginnt, wenn man es wirklich ernsthaft einmal mit sich selber gegenüberstellt in diesem Organ, was die Organe sprechen, was sie sagen, welche Bilder sie kreieren und letztlich wie die Chemie dadurch im Körper beeinflusst wird. Sabine, hast du da ähnliche Erlebnisse oder Eindrücke sammeln können von der Intelligenz der Zellen? Jetzt bezüglich der Nieren ist mir jetzt nochmal aufgefallen, dass man manchmal sagt, oh, das geht mir ganz schön an die Nieren, ne? Oder das geht durch Mark und Bein, also was ja irgendwie auch, habe ich das Gefühl, so ein bisschen das Gleiche damit gemeint, es geht mir an die Nieren, sagt man dann, wenn sowas ganz, also was sehr, oh, was mich schon sehr, sehr, sehr beschäftigt. Also das muss schon sehr tief gehen, ne? Also das geht mir bis an die Nieren. Also das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen. Also das heißt, wenn mir was von außen, weil ich sehr mitfühlend bin oder mitleide mit jemandem oder irgendwas geschieht, es geht mir bis an die, es geht mir bis in die Nieren, wie sagt man? Das geht mir an die Nieren. Dass ich da was, ne? Ja, dass ich da was dann auch speichern kann, ne? Also wenn ich, ist mir einfach nur so aufgefallen. Und als Information, das fand ich jetzt spannend, wo ich reingefühlt habe in das Organ Niere, also ich achte sehr schon immer, ohne dass ich mir da groß Gedanken gemacht habe, war mir schon immer sehr, sehr wichtig, die Nieren gut zu schützen. Also es war mir immer ein Bedürfnis, die warm zu halten und sehr behutsam mit denen umzugehen und gleichzeitig habe ich mitbekommen, das ist jetzt neu, habe ich noch nicht so, ich habe es auch noch nicht probiert, ich werde es probieren, dass ich die Nieren mit Stimme, mit Töne, mit Singen in Verbindung steht, dass man kommunizieren kann durch die Stimme, also durch Singen, da was wieder erweichen kann, aufweichen kann und ja, dadurch was abfließen kann. Das habe ich jetzt als Information mitgekriegt. Fand ich selber spannend und werde damit experimentieren. Ja, das kenne ich, weil die, ja, das kenne ich deshalb, weil jedes Organ einen Ton liebt. Sagen wir so, ja. Jedes Organ hat einen Ton, ob das D ist, ob das F ist, ob das C ist. Und wenn ich auf diesen Frequenzen mich bewege und ich höre Musik, oder da gibt es ja klassische Musik, in A-Dur oder C-Dur, weiß was ich, da gibt es ja Möglichkeiten, sich die Musikstücke herauszusuchen. Und wenn man sich das mal anschaut, in welcher Tonfolge sie gespielt wird und was der eigene Körper für Krankheiten hat oder wie es ihm geht, sagen wir es mal so, dann stellt man fest, dass man selbst schon sucht nach diesem Klang. Ja, man giert auf diesen Klang, um ihn relativ oft aufzunehmen. Spannend, ja. Ja, so. Wie wollen wir es denn jetzt weitermachen? Ja. Auch jetzt? Oder? Ich habe genug Theorie von mir gegeben, also jetzt. Ganz bestimmt. Ja, also, jetzt wollt ihr ein bisschen von mir was wissen? Ja. Erzähl mal bitte. Es ist die Niere. Wie nimmst denn du
wie nimmst denn du die Niere wahr oder wie hast du sie wahrgenommen? Ja, sagen wir mal aus deiner Erfahrung heraus. Die Niere ist eine ganz einfache Maus. Mhm, alles klar. Die Niere ist einfach eine ganz süße, einfache Maus. Zwei Mäuse, ne? Ja, wenn man so betrachtet, das, was ich von der Niere her kenne, jetzt von der erweiterten Sichtweise, wenn wir durch den Körper hindurch in die Seele, über die Seele hinaus, in die Gedanken schauen, in das Gewebe, in das Gedankengewebe, was der Mensch denkt. Er bildet ja, wie das Cheat auch sagt, intelligent schöpft die Zelle. Ja, das heißt also auch, der Kopf schöpft mit seinen Gedanken eine etwas im Moment noch leichte Schwingung, die dann, wenn man sie immer wieder denkt, zur Materie wird. Und diese Materie verbindet sich mit einem Codewort oder mit einer Bedeutung der Codewörter mit den Nieren. Jetzt könnte ich die Quizfrage stellen, welches Codewort ist für diese Niere denn wichtig? Wer weiß es? Ja. Überlegt vielleicht erstmal, kommt selber mal drauf, was für ein Codewort, vielleicht macht ihr kurz mal die Augen zu, vielleicht ist das ein Test, auch für euch Zuschauer zu Hause. Wenn ich euch jetzt frage und ihr fühlt in euch hinein, es geht die ganze Zeit jetzt um die Nieren. Welches Wort oder welcher Name oder welcher Begriff könnte mit den Nieren kommunizieren? Was glaubt ihr? Weil wir ja von den Nieren reden, ne? Wieso? Was ist das jetzt? Ja, kommt wieder was ich nicht. Ich dachte, ach so, okay, ach so. Na ja, dann. Also, lasse ich das jetzt mal. Die Auflösung, soll ich sie denn sagen? Da hat Sabine schon einen Wert. Also hier wird geschrieben von Sahne, wozu sind kalte Füße zuzuordnen? Ja, wozu sind kalte Füße zuzuordnen? Ja, es ist die Blase, ist die. Ja, es ist, wenn man das chinesisch betrachtet, ist der die Chinesen unterteilen den menschlichen Körper in drei Wärmebereiche, der obere, der mittlere und der untere Erwärmer. Und diesen Wärmebereichen sind verschiedene Organe zugeordnet und so dem unteren Erwärmer unter anderem auch die Nieren. Und wenn er kalte Füße hat, dann wird wahrscheinlich mit der Nierenenergie oder wenn er ständig darunter leidet, ist die Nierenenergie könnte möglich sein, gestört. Mehr kann ich jetzt aus der Ferne da auch nicht dazu sagen. Nee, ist gut, aber könnte man vielleicht, Entschuldigung, weil es mir gerade einfällt, aber ich komme gleich zu meinem quizauflösenden Element, ja. Könnte es denn auch sein, dass der Unterleib? Bei den Damen ist das sehr gerne so. Manchmal piepst und deshalb kalte Füße da sind. Bei den Damen, wie gesagt, auch die Genital- oder die Beckenorgane sind dem unteren Erwärmer zugeordnet, natürlich auch bei den Männern, aber bei den Männern ist es halt meistens so konfiguriert oder häufiger konfiguriert, okay. Dass es was mit den Nieren, okay. Mit der Nierenenergie zu tun hat. Okay, ja. Kommen wir bitte wieder aufs Thema. Genau. Ich bin jetzt nicht auf kalte Füße eingestellt gewesen, das war jetzt eine Randinfo. Wir suchten jetzt nicht die kalten Füße, sondern? Ja, die Bedeutung. Ne? Die Bedeutung, das Codewort, das Wort, was die Nieren gerne in Kommunikation steht. Dieses Wort. Lass los. Loslassen. Lass los. Das kriege ich noch. Ja, das, ja, was ich immer mitbekommen habe, das ist Beziehung, die Beziehungsebene. Es ist der Mensch. Die Niere steht in Bezug zu Menschenverbindungen, zu der Kommunikation mit dem Menschen. Also mit du, ne? Auch mit dem Du. Auch mit dir selbst. Auch mit dir selbst. Das heißt, die Niere ist ein Anlaufpunkt, wenn die Galle die Emotionen nicht mehr schafft. Wir haben gestern ja erklärt, dass die Galle das Ventil ist, wenn von außen die Energie in die Galle beziehungsweise das ist ein Ventil, wo die feinstoffliche Energie, die Gedankenkraft dann in den Körper umgesetzt wird, filtert, versucht ja die Galle noch die Emotion zu binden. So, wenn das eben
nicht ganz immer der Fall ist und man liegt im Clinch mit Weltanschauungen oder mit Ansichten des Partners oder eines Chefs oder eines Kindes oder gibt es Millionen Oders, ja, dann trifft es die Mine. Das ist das eine. Das ist also die Beobachtung, die ich bisher gemacht habe, dass die Nierentätigkeit psychologisch bzw. gedanklich mit den anderen Menschen in Bezug steht. So, und dann gibt es für mich eine faszinierende Erfahrung, die ich im Laufe meiner 20-jährigen Reise gemacht habe mit Menschen, also im spirituellen Weg, dass hinter diesen Menschenverbindungen auch Verbindungen der Menschen liegen, die aus einer anderen Zeit kommunizieren. Aha. Das ist interessant, ne? Das heißt, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, bei der Dame mit den kalten Füßen hatte ich jetzt ein Herr. Gut, na, dann lasse ich das jetzt. Woher weißt du, dass das ein Herr war? Weil das der Cheat gesagt hat, okay. Weiß ich zumindest. Cheat, war es jetzt ein Herr? Weiß ich nicht. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Also ich dachte, du sprichst von einem männlichen. Ja, wäre jetzt interessant. Also ich dachte jetzt, dass es ein weibliches Wesen war. Interessant, ja, deine Wahrnehmung, ne? Menschen oder ein Weibchen? Vielleicht traut sie sich's reinschreiben. Aber ehrlich sein. Weiblich. Ja. Gut. Genau, weil ich nämlich da sofort das Bild auch gesehen habe, mit den kalten Füßen, dass das nicht unbedingt die Niere ist, sondern dass das eben ein ganz anderes Organ ist, was durchbrochen ist. Also ich kriege jetzt wieder so eine Flut. Man könnte jetzt wieder Fragen stellen, über Fragen, was sie denn in den anderen Organen erlebt hat. Ja, weil manchmal ist es ja rein zufällig, dass man Kinder kriegt oder nicht Kinder kriegt. Ja, das hat also auch mit den kalten Füßen mit zu tun. Ist da eine Vernarbung, ist keine Vernarbung, kann der Fluss durchgehen oder nicht? Das fiel mir eben, sage ich, gedanklich dazu ein. Alles möglich. Und in dem Kontext steht jetzt, weil ich es verweben will, ja, dahinter jetzt Niere, Bezug, Menschlichkeit. Das heißt, die Beziehung, wie stehst du selbst in Beziehung mit deinen Mitmenschen? Das ist jetzt die Frage, die gerne Nieren stellen. Wie stehst du in Bezug mit dir selbst? Das ist die zweite Frage. Wie gehst du selbst mit dir und deinen Wünschen, mit dir und deiner Persönlichkeit selber um? Das trifft auf das Organ Niere. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass man sich wunderbar auslassen kann. Man kann also ganz viele Fäden, Vernetzungen ziehen, die mit Menschen in Verbindung stehen. Der eine hat Hundeangst, der andere hat Spinnenangst. Da kommt die Angst, das heißt die Emotion des Menschen verbindet sich mit deiner Angsttheorie aus der chinesischen Medizin. Ist nicht meine, ist aus der chinesischen Medizin. Ja, nicht deine, Entschuldigung, also hast du ja nur jetzt stellvertretend erzählt. Ja. Und das ist einfach meine Erfahrung, auch wenn Menschen sich hier einfinden und zum Beispiel auch mit Dialysepatienten, ja, mhm, die sehr, sehr lange unter Stress standen im zwischenmenschlichen Bereich, dass die eine sehr geneidete Partnerschaft manchmal hatten. Geneidet, das heißt, dass sie innerlich diesen Kampf nicht ausgesprochen haben, sondern immer mit sich selbst ausgemacht haben. Ach, ist ja egal, morgen ist ein anderer Tag. Ach, ist ja wurscht, machen wir die. Und diese Emotion, die Galle nicht mehr regelt, deshalb haben das zweite Organ heute die Niere gebracht, weil es meistens die Niere ein schnelles Organ ist, die Niere versucht, komm, ich baue ab, komm, ich tue es raus, ich schmeiße es weg, es gehört nicht mir. Und die arbeitet, leistet und macht. Und wenn dann noch die Menschen wenig trinken, dann trocknet das System ein und auch der Gedankenaustausch friert ein. Ja. Friert ein, daher frieren, die Niere friert
Oder auch zur chinesischen Medizin der Bezug, ne? Niere, Winter. Okay. Ja, es ist viel an. Die Beziehung ist eingefroren. Und das ist das, was ich oft sehe, dass Verbindungen aufgelöst werden müssen. Ich sage das jetzt nur, wer ernsthaft interessiert ist, sein Organ in Gang zu setzen. Das Organ ist immer das letzte Glied, was ankommt von dem Denken und von dem Geschehen, von dem Erlebten. Von dem Fühlen. Ja, nun kann man natürlich sagen, was sich wahrscheinlich vom Zuschauerraum spontan ein Aufschrei von allen Menschen, die sich spirituell beschäftigen, dass sie sagen, warum hast du diesen Menschen denn dann angezogen? Was musst du denn von den Menschen lernen? Du hast es doch selber gewählt. Das ist das eine. Aber das andere ist, wenn wir in diese Inkarnation eintreten, finden wir eine ganz andere Gesetzmäßigkeit vor, als die Gesetzmäßigkeit, wo wir einst beschlossen haben, diesen Weg oder jenen Weg will ich gehen. Wenn man oben herumschwebt, hat man nicht die Möglichkeit, genau zu berechnen, die Koordinate, ich komme jetzt da in den Wohnort an, habe die zwei Eltern, die sind weg zu mir, alles klar, aber du kannst letztlich nicht alle Klassenkameraden, nicht alle Berufskollegen, nicht alles in einem berechnen, dass die Nieren nicht krank werden. Das wollte ich damit sagen. Sondern es ist immer auch ein Ausgleich, eine Resonanz von dem gegeben, was ich gerne möchte, wofür ich inkarniert bin. Aber letztlich trage ich, oder der Mensch, nicht ich, sondern der Mensch hier auf der Welt, das aus, was mit ihm kommunizieren, wie wir heute erlebt haben, nicht immer Dinge, die einen selbst betreffen, sondern die ganz woanders her sind und man müsste filtern, gehört dieses Thema überhaupt in das Leben von mir selbst? Gehört mir dieses Thema? Oder habe ich dieses Thema als Muster übernommen, weil es schick ist, weil es, weiß was ich, ja, fällt dir vielleicht was ein, fällt euch was ein, dass die Musterübertragung... Irgendwelche Glaubenssätze, die man übernommen hat aus irgendwelchen, von den Eltern, familiären Strukturen heraus, kann, denke ich, auch mit dann Beweggrund sein. Richtig. Dann für die aktuellen Menschen eben auch die karmischen Beziehungen. Ja, die Menschen, die sie vielleicht gar nicht mehr in diesem Leben hier treffen, aber Stellvertreter treffen. Ja, die in der Position in der Vergangenheit, jetzt in dieser Gegenwart, stellvertretend für diesen Menschen zu handeln. Und alles das kommt in diesem, in dem Organ mir an. Das ist das, was ich jetzt als Antwort mal so absende. Ja, meine Erfahrung. Das ist doch toll und das ist doch sicherlich sehr bereichernd. Weiß ich nicht, was jetzt Sabine dazu meint. Ja, oder Jeet, hast du da auch Erfahrung machen können? Na, mir ist jetzt eine Frage gekommen, weil ich habe mit Niere immer die Beziehungsebene betrachtet. Wenn zum Beispiel zwei Menschen kommen, die in einer Beziehung sind und man sagen könnte, okay, könnt ihr für unsere Beziehung etwas tun, kann man das durch das Lesen der Nieren, das intuitive Lesen der Nieren, auch für eine Beziehung etwas erkennen, sowohl auf karmische, sowohl auf alte Sachen, auf Möglichkeiten, auf ein Spannungsfeld, wo jemand ein Minus hat, der andere hat ein Plus, kann man auf Nierenebene eine Beziehungsebene dekodieren oder etwas dazu sagen. Ich weiß nicht, woher die Frage gekommen ist, aber die ist jetzt gekommen. Ja, das kann man ganz sicher. Das kann man nicht nur einfach so, sondern das geht ganz präzise, pfeilartig ins Ziel, in die Lösung, sodass aus dieser Sicht die Lösung für eine schöne Partnerschaft ansteht. Die Niere antwortet. Die Niere, jedes Organ antwortet in deinem eigenen Gedanken, den du selber
in deinem Kopf führst. Das sind deine Wörter, deine Schlüsselerlebnisse, deine Bilder. Das kann man ganz sicher. Ist das somit beantwortet? Oder ja, 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 ja. Eben zum Beispiel, ich nehme an, dass Sabine Niere sehr gut funktionieren und meine ein bisschen weniger. Ne? Dass es da irgendwie auf der Beziehungsebene ein zwischen den Nieren, das war für mich, was ich zwischendurch als Information bekommen habe, während ihr das erzählt habt, dass es so wie ein Plus-Minus-Pol zwischen den Nieren einer Beziehung, zwischen den zwei Menschen. Ich glaube aber, Cheat, dass, das möchte ich nochmal sagen, dass die frische Beziehung, wo Mann und Frau jetzt zusammen sind, sich helfen, sich ausgleichen, dass die vielleicht die weibliche Niere, wenn die stark ist, dass sie der männlichen Niere Kraft gibt. Ja, das ist, man ist ja im Austausch des Kraftfeldes. Mhm. Aber dass die primäre Ursache aus dieser Nierensituation möglicherweise aus einer ganz anderen Kultur herkommt, aus einer ganz anderen Zeit kommt, die in deiner oder in der Niere gespeichert ist als Information. Und diese Information, das ist, ich sage jetzt mal Job, diese Information herauszuholen aus diesen Organen, weil sie krank machen bis hin zum Ableben, dass eben der Mensch es nicht geschafft hat auf dieser Erde. Und das kann man neu formulieren und neu als Energie einsetzen. Das dauert. Und das braucht auch Konzentration in Gedanken. Die Gedanken müssen sich verändern, weil wenn sich die Gedanken nicht verändern, zieht der Gedanke immer wieder die gleiche Situation der Menschen an oder das den gleichen Schauplatz nur verändert. Ja? Einmal in der High Society, einmal in der Armut. Oder es ist völlig egal, aber die Situation bleibt. Die Situation bleibt. Nur die Bühne ändert sich. Ja, und wenn du jetzt als Mensch dich fragst, wie kann ich das verändern, dann gehst du in die Zelle hinein, in die Nierenzelle und fragst, wie ganz demokratisch, was denkt ihr denn jetzt? Wer ist denn bei euch hier zuständig? Wer kann mir denn mehr erklären, wie sieht es denn aus, wo ist denn euer Störfeld, mit wem ist denn da die Situation nicht geklärt und die Niere, oder die kann ganz genau, ganz punktuell und ganz präzise antworten. Wir staunen oft, was für fantastische Lösungen angeboten werden. Die Niere sagt, ich möchte den und den Tee, ich möchte das und das Kraut oder ich brauche ein Antibiotikum oder ich brauche einen anderen Arzt, oder ich brauche einen anderen Freund, oder ich brauche eine andere Wohnung. Also da gibt es, was man sich vorstellen kann, ganz viele Situationen, Möglichkeiten, die die Zelle in der Niere sagt. Nur man muss sicher sein, dass die Zelle auch richtig spricht und kein Manipulator nebendran. Und das ist das Komplizierte an dem ganzen Zellverfahren. Denn die Zellen hören ja auch mit. Ja, was sagt denn die Bauchzelle? Was sagt denn die Blasenzelle? Was sagt denn die Knochenzelle? Und wenn die dann durcheinander piepsen, ist es manchmal ein Stimmengewirr und man muss es zuordnen. Und deshalb, vielleicht habt ihr es gestern bemerkt, ich habe es in der Aufzeichnung gesehen, ich hoffe, dass ich nicht so wieder in diesem Element bin, wenn ich mit Menschen arbeite, dann habe ich auch einen sehr klaren Weg. Das heißt, ich frage präzise, was denkst du jetzt? Wie geht's weiter? Okay. Es macht keinen Sinn, das ist das, was ich sage. Du hast jetzt Selbstgespräch, wenn ich mit meiner Niere spreche, hast du erwähnt jetzt, stimmt? Das Stimmengewirr in den Nieren. Nee, wenn ich mit meiner Niere spreche wenn ich meine Niere sprechen lasse, das hast du jetzt gemeint? Ja, nicht jetzt auf dich, Cheat, sondern sage... Allgemein, ja. Allgemein. Und, wenn du mit deiner Niere sprichst, ist die Gefahr, das ist das Einzige, was ich manchmal erlebe bei Menschen,
wenn sie zwar tief genug sind und wenn sie tatsächlich in der Niere sind oder jetzt in dem Organ, dass sie plötzlich woanders her einen Gedankenimpuls bekommen und es dann plötzlich nicht mehr zuordnen können, war es jetzt die Niere oder es kam, ich weiß nicht, es kam irgendwo her, ist ja wurscht, naja, ich nehme jetzt die Niere an. Es ist nicht wurscht. Es ist, jeder Gedanke muss geprüft werden, wo kommst du her, wo kommst du her, Gefühl, bist du die Niere? Wenn ja, dann gib mir ein Ja. Wenn nein, dann wird sich auch derjenige melden, der diese Energie losgelassen hat. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil wir in der Spiritualität arbeiten. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt, wenn wir arbeiten, jeder für sich in seine Göttlichkeit kommt. Wir, die betitelt seine Sache. Ich gehe davon aus, dass wir in einer super guten, positiven Göttlichkeit drin sind. Und wenn wir in diesem Schutz sind, dann gibt es für mich als Erfahrungswert, als Julia, die Erfahrung, die ich gemacht habe, nur einen einzigen Wert, und das ist die Wahrheit. Okay, Julia, kann ich weiter fragen, weil da denke ich, da bist du die Expertin, dass ich meinem Faden ein bisschen folge in der Frage. Also man sagt oft, wir treffen uns, wir wollen unter vier Augen sprechen. Ne? Oder man sagt, wir wollen jetzt von Herz zu Herz sprechen. Kann man auch sagen, wir wollen jetzt von Niere zu Niere sprechen? Das heißt, in diesem Sinne, Organintelligenz und organismische Intelligenz. Weil manchmal für mich war das, wenn ich mit Sabine spreche, dann von Herz zu Herz ist eine Sprache, aber wenn von Bauch zu Bauch ist eine andere. Und deswegen, hast du Erfahrung oder kannst du dir vorstellen, ich habe vorhin ein paar innere Stimmen gehört, dass man sagt, von Niere zu Niere, von meinem Kommunikationsorgan zu deinem Kommunikationsorgan, dass wir das, meine Niere spricht mit deiner Niere, weil auf anderer Ebene, von Auge zu Auge, von Herz zu Herz, kennen wir, aber von Niere zu Niere nicht. Nein. Das Auge bezieht sich auch auf die allumfassende Aufnahme. Wir nehmen ja viel mehr mit den Augen wahr, als was der Kopf umsetzt. Das ist das Erste. Deshalb sagt man von Auge, ich möchte sehen, das Bewusstsein. Und von Herz zu Herz ist die Seele gemeint. Die Seele, die Psyche, das Gefühl gemeint. Gefühlsmäßig begegnen wir uns. Und die Niere, das hat die Sabine vorher mitgeteilt, es geht mir an die Nieren. Ja, überlegt euch, wie oft ihr vielleicht Küchengespräche gehabt habt, wo die Leute nach Hause gekommen sind und auf den Tisch gehauen haben, das geht mir auf die Nieren, ich kann nicht mehr, das setzt mir zu. So. Und da spricht sie bereits. Da spricht sie. Da spricht das, was die Niere belastet. Ich glaube, der Jeet hat das. Habe ich wieder Thema nein, daneben? Nein, stimmt nicht daneben, okay. Aber soweit ich das verstanden, der Jeet wollte wissen, ob du Erfahrung hast. Er hat ja erklärt, dass man von Herz zu Herz sprechen kann, also vom, sagen wir mal, vom Gefühl oder vom Organ Herz zu Herz. Und er wollte halt eben anregen, ob das in deiner Erfahrung möglich ist, ob du es erfahren hast sogar schon mal, dass wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren und wenn sie sich bewusst darauf einlassen, das habe ich schon verstanden. Dass deshalb sagte ich, Niere zu Niere kommunizieren. Es geht mir an die Niere. Das heißt, ja, ja. Diese Gespräche finden unter Tränen statt, ja, unter Weinen. Ja, dass es geht mir an die Nieren. Ich kann nicht mehr. Ich weiß, ich habe keine Substanz mehr. Ja, ja. Ja. Das sind die Gespräche. Ja, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber vielleicht hast du auch gemeint, dass man das, sagen wir mal, in einer etwas friedlicheren Form dann macht. Das heißt also, wenn man jetzt nicht in der Emotion drin ist, sondern dass man dann im Nachhinein vielleicht sich gegenübersetzt und dann versucht, diese Kommunikation stattfinden zu lassen. Ja, das geht ja nur über die Beziehung, dass du dann über die Beziehung das aber Problem. Ob es eben Erfahrungen gibt, weil eben, wie gesagt, ich weiß, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit Sabine von Herz zu Herz spreche, da haben wir eine Kommunikationsebene. Ne? Wenn Sabine aber mit dem Bauch spricht, dann manchmal frage ich mich, zu wem sprichst du? Sprichst du zu meinem Herz? Sprichst du zu meinen Kanzen? Das ist oft
jeder Organ hat eine bestimmte Schwingung. Und so wie meine Erfahrung war, Mensch, ich würde eigentlich gerne mit deinem Herz, ich sehe das nicht als Seele, sondern als reine Herzensenergie. Und wenn der Bauch ausgeschaltet ist, das enterische Nervensystem, dann ist mir das Gespräch zu einseitig. Ne? Also das ist eine meiner Erfahrungen. Und deswegen für mich dieses Zusammenspiel zwischen Organ und Organismus, weil die Herzensebene ist mir oft zu wenig oder zu einseitig und ich grenze die Herzensebene schon auf diese Liebesebene, also ich sehe das nicht so allgemein. Und wenn wir aber sagen, Mensch, ich kann mit meiner Niere sprechen, ein Selbstgespräch haben, was brauchst du und so weiter, aber ich könnte auch meine Niere mit der Niere von Sabine bewusst unter deiner Anleitung oder mit deiner Regie einfach sprechen lassen, da würde ich Informationen bekommen, die, wenn mein Kanzler spricht, vielleicht nicht Teilinformationen bekommen würde, die ich, wenn ich das ganze Organismus sprechen lasse, wo alles mit einbezogen ist, nicht bekommen würde, dass diese Teilinformationen vielleicht wichtig sind, um etwas zu erkennen. Das ist meine Frage. Möchtest du jetzt von mir eine Übung haben, sodass wir die Übung machen, oder soll ich antworten? Ich kann nur das antworten, Cheat, was meine echte Erfahrung ist. Und ich glaube, du könntest es vielleicht entwickeln oder du entwickelst es. Meine Erfahrung ist, wenn ich die Niere ansprechen möchte bei meinem Partner, dann spreche ich sie mit Liebe an, mit Affirmationen. Du bist heute so wunderschön. Du bist heute so, ach, ich mag dich einfach. Und was hast du denn jetzt? Ach, das hast du. Ach, weißt du, wenn ich dich so anschaue, dann kann das nur gut werden, weil das könnte alles die Niere treffen. Das hört sie ja auch. Weil es ja mit diesen Beziehungen zu tun hat, mit wie stehe ich mit dieser Person in Verbindung. Und wenn ich sie lobe, geht natürlich ein Teil dieser Energie in die Niere. Aber mehr kann ich dir nicht so von mir jetzt erzählen. Ich kann dir ein Beispiel machen, wenn ich jetzt konkret in die Niere hineingehe. Aber vielleicht, ja, dass ich, also ich habe kaum Erfahrung damit. Vielleicht können wir jetzt mit den Zuschauern eine kleine Erfahrung machen. Vielleicht kann ich das, so wie ich das jetzt fühle, das jetzt anleiten. Ist es okay? Ja. Weil, wie gesagt, ich habe nicht so viele Erfahrungen, aber weil mit den Zuschauern... Ich muss dich jetzt unterbrechen, denn wenn du in die Niere hineingehst, musst du die Niere richtig mit den Körperzellen öffnen. Mhm. Also das muss angesprochen werden. Das habe ich jetzt nicht beantwortet. Das ist das, was wir ja tun. Wenn wir in die Niere gehen, haben wir einen, nicht Plan, aber da gibt es Gesetzmäßigkeiten, wie ich in die Zellen mich vorarbeiten muss. Mhm. Willst du es demonstrieren? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es gewünscht ist. Gerne. Ja. Ja. Den Versuch kann man natürlich machen. Gut, wenn Jeet das möchte, vielleicht. Oder stehe ich jetzt auf der Leitung? Nein. Jeet, würdest du dem zustimmen, dass man so eine kleine Übung macht? Oder? Ja, davon rede ich ja die ganze Zeit. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ich würde jetzt gerne, weil wir kommunizieren auch, wir geben unsere Erfahrungen, aber so in den letzten Jahren habe ich gesehen, Mensch, lass uns vielleicht die Niere jetzt spüren, sowas Ähnliches und vielleicht jetzt, dass wir all unsere Nieren spüren und vielleicht bekommen wir jetzt Impulse oder neue Informationen mit den Zuschauern, füreinander, miteinander, durch das Einschalten der Nieren oder das bewusste Wahrnehmen der Nieren, was wir jetzt erfahren, zum Beispiel hier auf dieser Ebene, sowas Ähnliches. Und wenn du jetzt ein Bild für eine Erfahrung hast, das ist, was mir fehlt, was mir, wo ich jetzt gerne machen würde, gerne.
dann würde ich euch noch alle bitten, laden wir euch ein, in diesen Nierentanz zu gehen. Die Augen und versucht einfach in euren Körper mal ein- und auszuatmen. Das ist immer die Basis, dass ich einfach in mich fühlen kann durch das Atmen. Ich nehme die Atmung auf, ich atme ein und ich atme aus. Ich nehme alles jetzt in meinem Körper wahr, was jetzt ist, wie ich sitze, wie ich liege, alles nehme ich auf. Und wenn ich jetzt so mich eingekuschelt habe, dass es bequem ist, sodass ich der Stimme gut folgen kann, dann hüllt euch bitte in ein schönes, in ein warmes Lichtfeld ein. Dieses Lichtfeld ist wichtig, weil wir damit signalisieren, der Körper ist jetzt mal in Ruhe und er wird angeguckt, er ist in Sicherheit und das Licht verbindet uns, wenn wir daran denken, das tun wir jetzt, mit unserer übergeordneten Göttlichkeit. Wie das geht? Wir senden einfach den Gedanken jetzt aus, ich bin im Licht und ich verbinde mich jetzt mit meiner eigenen Göttlichkeit, mit meiner positiven eigenen Göttlichkeit. Und wenn wir den zweiten Schritt wagen, so sagen wir, führ mich bitte weiter in die Bilder, die du mir jetzt gibst. Und jetzt geht die Reise los. Wir stellen uns bitte einen See vor, ein Wasser vor, ein Gewässer vor. Und genau zu diesem Gewässer gehen wir in Gedanken wie in einem Märchen Schritt für Schritt zu dem Wasser. Es kann ein Meer sein, es kann ein Bach sein, es kann ein See sein. Such es dir dieses Bild, was dir gefällt. Wenn du aber jetzt eine Wüste vor dir siehst, dann nimm bitte die Wüste. Das Bild, was jetzt vor dir ist, ist bereits mit dir in Verbindung. Du nimmst jetzt alles auf, was du siehst. Du atmest etwas Schönes ein aus diesem Bild. Wenn es das Wasser ist, die Farbe, atmest du diese Farbe ein. Du bist ganz ruhig in dir und du bist ganz aufmerksam. Und jetzt geht's los. Wir fühlen unseren Puls. Es kann sein, dass wir den Herzschlag spüren. Wir fühlen die Atmung. Und jetzt stellt bitte ganz locker und einfach die Frage, hallo, hallo, du Körper, hallo, ihr Körperzellen, kannst du mich hören? Und jetzt nehmt bitte den ersten Gedanken auf, es ist wichtig, nur den ersten, der ganz klar jetzt kommt. Auf die Frage, hallo Körperzellen, kannst du mich hören, müsste ein eindeutiges Ja kommen. Wenn ihr das habt, geht weiter und bedankt euch, das ist aber schön, dass ihr mich hören könnt. Ich suche jetzt das Gespräch mit meiner Niere. Kannst du, liebe Niere, schon mir sagen, ob du mit mir sprechen willst? Was kommt jetzt für ein Gedanke? Merkt ihr den Gedanken? Denn die intelligente Zelle sagt, wann der Zeitpunkt richtig ist, dass Information aus ihrem Gedächtnis nach außen kommt, sodass ich es auch in meinem Kopf als Gedanken aufnehmen kann. Wenn das alles noch nicht gelingt, wenden wir einen Trick an. Wir gehen in die Niere nochmal und sagen, hallo Niere, wenn du mir ein Bild senden möchtest, dann tu das bitte. Ich will nämlich jetzt einfach das wissen, ob du mit mir sprechen kannst. Achte jetzt, was kommt. Und wenn die Niere sagt, nein, sie möchte das nicht, und sie möchte lieber dir den Hals schicken,
dann solltest du bitte auch sie respektieren und sagen, okay, dann schaue ich mir den Hals an. Und so bleibt jetzt eine kurze Zeit für euch in der Verinnerlichung, spürt, was ihr denn jetzt wahrnehmen könnt. Und wichtig, wenn ein Schmerz auftritt, dann sage geduldig, okay, ich fühle dich jetzt. Aber ich möchte bitte, dass du mit mir im Frieden umgehst. Ich lerne, ich akzeptiere dich, aber ich brauche Zeit. Ich möchte bitte Frieden geben. Oder ich gebe dir jetzt die Farbe, die du mir jetzt nennst, die du brauchst. Oder ich gebe dir den Ton, wenn ich wieder aufgewacht bin, den du mir jetzt gibst. Oder ich mache jetzt das, was du mir jetzt empfiehlst. Wenn du die richtige Körperzelle bist, dann sprich jetzt bitte. Gebe mir den Gedanken, gebe mir das Bild. Was kommt jetzt spontan? Merkt euch das. Atmet in euch bitte das Wort Frieden ein und wenn ihr wollt, vielleicht tut's auch so mancher, ein anderes Wort, die Liebe oder glücklich sein oder frei sein, atmet gute Wörter ein und verbindet diese guten Wörter jetzt mit eurer Göttlichkeit. Denn die Göttlichkeit entscheidet im höheren Bewusstsein, wie sie dir selbst zu Hause, dir selbst hilft. Entspannung, Durchblutung. Alles ist jetzt möglich. Wichtig, die Göttlichkeit mitnehmen. Wichtig ist, dass wir langsam jetzt wieder die Zellen in Frieden lassen, dass die Zellen wieder, das ist wichtig, dass man das denkt und mitgeht in diesem Schritt, wieder sagt, okay, ich danke dir sehr und wir sprechen uns bald wieder, geht jetzt wieder in eure normale Position zurück oder in die Position der veränderten guten Form. Aber wichtig ist, dass ihr wie bei eurem besten Freund euch verabschiedet. Wir sehen uns später. Und wenn wir dieses Gefühl in uns tragen, dass wir gehört sind und die Zellen dich hören, entsteht plötzlich eine Kommunikation, ein Aha, ich bin aufgenommen. Aha, es ist interessant. Ich werde gehört. Wow, ein ganz neuer Bereich. Und mit diesem Gefühl geht bitte wieder jetzt zurück, Schritt für Schritt, aus diesem Zellenbewusstsein und geht in euer Naturbild. Das Wasser oder das andere Bild, was euch begegnet ist. Schaut in diesem Bild nochmal ein Kraftelement ein, an, was euch gefällt und atmet es ein. Nehmt bitte alle Gedanken jetzt mit, die ihr jetzt erlebt habt, über den Weg zurück, den wir gekommen sind, hin durch die Atmung in euren eigenen Körper wieder zurück. Wir nehmen bitte alle Erfahrungen, alle Bilder, alle Gedanken, alle Eindrücke bitte wieder mit zurück, jetzt in das Tagesbewusstsein. Wir kommen über die nächsten Atemzüge zurück in unseren Körper, so wie er da sitzt oder liegt. Und wenn wir soweit sind, öffnet bitte eure Augen. Wenn ihr soweit seid, vielleicht habt ihr ein
Zettel und einen Stift bereit, dass ihr selbst eure Gedanken aufschreiben könnt. Manchmal vergisst man das leicht. Atmet in euch rein und fasst eure Gedanken zusammen. Wart ihr mit der Niere in Kontakt? Habt ihr es spüren können? Wart ihr unsicher? Haben sich andere Gedanken mit hineingemischt? Wenn ja, wäre es schön, wenn man es leicht jetzt hört. Wer mag was sagen oder wer schreibt was in Chat? Ich kann ihn nur nicht lesen. Ja, Jeet, hat es das, wie soll ich sagen, dir das gegeben, was du erhofft hast? Hast du da was erfahren? Wunderschön. Also ich finde, dass wir, deswegen finde ich das toll, diese unterschiedlichen Welten. Ne? Natürlich, jeder von uns würde das jetzt anders machen, aber das war für mich eine andere Ebene, wo ich viel jetzt gelernt habe und einige Bilder auch bekommen habe. Das finde ich großartig. Ne? Ja. Welche Bilder waren es denn? Das erste, eine Sache, was mich ein bisschen verunsichert hat, kam ein Bild von Sand. Ne? Ja, deshalb sagte ich auch Wüste, weil ich wusste, dass einer dabei ist mit Sand. Okay? Aha. Ich weiß nicht, Sabine, hast du es gehört? Ich habe gesagt Wasser, ja. Es kann aber ja, auch. Ja, ich habe es gehört, ja. Aha. Und auch diese langsame Form, der, so wie du das machst, einfach Schritt für Schritt, das hat mich auch entspannt, also weitere Bilder. Was hat der Sand denn mit dir gemacht, Jeet? Was ja, hat der ich Sand hab, mit dir gemacht? Ja, ich war ein bisschen verunsichert, ne? Warum? Wie hat sich das gezeigt? Das ist jetzt wichtig, weil genau das haben die anderen auch. Die haben dann plötzlich auch, was soll ich jetzt denken? Du musst genau das denken, was du vor dir siehst, weil das bereits mit dir kommuniziert. Und deshalb ist wichtig, das ist die Konzentration, in dem Sand zu bleiben und sagen, hui, ich dachte, die Niere will mit mir sprechen. Was hast du denn jetzt da zu tun, du Sand? Soll ich dich angenehm fühlen? Oder soll ich dich nicht angenehm fühlen? Was hat der Sand denn mit dir gemacht, Jeet? Genau das war meine Frage. Ne? Da bin ich stehen geblieben. Darf ich da mal helfen? Gerne, ja. Okay, schließ doch bitte mal die Augen. Du bist Meditationsprofi, darum kann ich das mit dir schnell machen. Mhm. Bei anderen müsste man sich jetzt wieder Licht kreisen. Wirklichkeit und bis man da wieder an dem Punkt ist. Wir machen das so, Jeet, wir zwei jetzt. Atme bitte in deinen Körper einfach ein und aus. Was wir beide machen, die Zuschauer zu Hause auch, ist, dass wir den Lichtmantel nochmal nachziehen, dass wir sagen, wir hüllen uns in ein schönes Licht und wir sagen um dieses Licht, okay, du bist mein übergeordnetes göttliches Licht, du führst mich jetzt. Und jetzt geht's los, Jeet. Ich frage dich jetzt, kannst du dir das Bild des Sandes herholen? Ja oder nein? Was kommt? Ja, kamen auch weitere Informationen. Jetzt. Okay, wir bleiben jetzt bei meiner Sache. Kannst du den Sand sehen? Ja, ja oder nein? Ja. Okay. Geh jetzt in den Sand rein. Fühl in den Sand. Ist er warm oder ist er kalt? Wie fühlt er sich an? Was denkst du? Was kommt? Ja, der Sand hat dich wahrgenommen, wie wenn er bedrohlich wäre oder in der Luft ist, meine Nierenebene.
Und sobald ich in die Stille gegangen bin, kam einfach das Gefühl, dass der Sand sich legt und ich mich auf den Sand legen kann und muss es nicht mehr schweben. Also das hat ein Spannungsfeld weggenommen, jetzt da reinzugehen. Und das heißt, der Sand ist, um sich draufzulegen und nicht, damit er mich in die Luft hält. Davor war er in der Luft. Okay. Jeet, jetzt bleib bitte bei meinem Bild, weil es ist hochinteressant. Du bist jetzt, ich kann dir gleich sagen, das ist der Schlüssel, aber darf ich weitermachen? Bitte. Geh in den Sand und sag, hallo du Sand, du scheinst für mich bedrohlich. Und ich finde es jetzt nicht unbedingt absolut antörnend, dass ich dich sehe. Ist das so, Jeet? Es hat sich schon verändert. Ah, bleib aber in dem Sand, bitte. Okay. Ich weiß, dass der sich... Aber lass ihn jetzt mal nicht aus, sondern lass ihn da. Ja. Und frag bitte den Sand, frag den Sand, aus welcher Zeit kommst du? Und was kommt jetzt spontan? Sand, aus welcher Zeit kommst du? Was kommt jetzt? Ich sehe eine Zeit, aber höre ich das nicht in Worte, aber ich sehe es als Bild. Kannst du das aussprechen, das Bild? Es ist Meer und Wasser da. Es ist Meer und Wasser da, okay, das ist der Standort, wo der Sand ist. Ja. Jetzt will ich wissen, die Zeit, pass auf, ganz genau frage ich dich und ich kriege von dir auch eine Antwort. Geh in den Sand, geh in das Meer und das Wasser und sag einfach, okay, ich sehe euch, ich weiß, ihr seid da, es ist gut. Kannst du mir bitte die Zeit nennen? Liegt die Zeit vor meiner Geburt oder liegt die Zeit in der jetzigen Zeit, in der Vergangenheit? Was kommt? Es ist ein Kindesbild. Kindheit. Ein Kindes. Okay, Kindesbild. Geh in die Zeit Kindesbild, Kindheit. Sage Sand, Meer und Wasser. Ich kenne dich aus meiner Kindheit. Okay. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du da bist. Ich möchte, dass dieses Sand, Meer und Wasser sich für mich jetzt als großer Cheat verändert in Kraft. Was kannst du mir sagen? Was kann ich machen, damit es mich kräftigt? Gebe mir bitte ein Wort. Und was kommt? Egal, was für ein Wort kommt, sprich es bitte jetzt aus. Ja, das kam schon. Ich muss den Sand nicht tragen, sondern ich kann mich auf den Sand legen. Das ist eine große Erkenntnis. Okay, dann leg dich bitte jetzt auf den Sand. Ich, Jeet, lege mich jetzt auf den Sand. Fühle bitte den Sand. Tu das jetzt, mach das. Mhm. Und jetzt stell ganz provokativ die Frage. Ganz provokativ. Na und? Jetzt lege ich auf dir und? Was soll ich damit? Was ist jetzt mit dir? Ich liege jetzt auf dem Sand. Was ist jetzt? Und was kommt jetzt für eine Antwort aus dir heraus? Entspannend und nicht spannend. Spannen. Also ich entspanne. Okay. Ich nehme das schon auf. Ich entspanne. Ein anderes Wort für entspanne. Ich loslassen. Oder brauchst du loslassen? Ich lasse los. Loslassen. So, und jetzt machst du ganz Folgendes. Du sagst jetzt einfach ganz oft hintereinander für dich innerlich loslassen. 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 Und es kann sein, dass es wie ein Echo in dir jetzt klingt. Loslassen. Loslassen. Und jetzt verändern wir das Wort. Ich, Jeet, lasse los. Ich, Jeet, lasse los. Was passiert in dir? Ja, den Beckenbereich, also den Beckenbereich entspannt sich, denn bei mir oft verspannt ist, Schicht für Schicht. Und ich kann sozusagen wieder auf dem Boden sitzen, muss ich nicht unruhig da sitzen und was tun, um was
halten. Was hochhalten. Sagt im Beckenbereich, ich kann jetzt sitzen. Ich kann jetzt auf dem Boden sitzen. Versuche das in der Emotion so reinzubekommen, dass du es fühlst, dass es angenehm ist, dass du dich wunderst, dass du sagst, wow, ich kann das jetzt. Wow, ich kann das jetzt. Wow, ich bin frei. Ich kann das jetzt. Ich bin frei. Arbeite jetzt innerlich mit eigenen Emotionen. Tu so. Ja? Versetz dich wie ein Schauspieler hinein. Tu so. Ich kann jetzt sitzen. Was passiert jetzt? Ja, das sind, ich denke, so eine Reihe von Ängsten, die sich verabschieden können. Das Festhalten. Jetzt bleib bitte tapfer. Ich frage auch so, dass man es schön auch so sagen kann. Hallo, ihr Ängste. Hallo, das, was sich jetzt mir zeigt. Ich sehe dich, ich nehme dich auf. Ich weiß, dass du da bist. Ich spreche dich nicht jetzt öffentlich aus, aber ich weiß, dass du da bist. Und jetzt tust du das ganz nur für dich, G, nur für dich. Nichts jetzt sagen, sondern du betitelst jetzt die Angst. Du fragst, hallo, du Angst, wer bist du denn? Wie heißt du denn? Vor was habe ich denn Angst? Warum bist du in meinem Körper? Jetzt sag zur Angst, das finde ich schön, dass du einfach da bist und mir sagst, was los ist, wo du herkommst. Denn wenn ich weiß, wo du herkommst, dann könntest du mir auch sagen, was brauchst du, um meinen kleinen Körper zu verlassen? Oder fühlst du dich in meinem Körper wohl? Fragen wir ganz öffentlich, hallo du Angst, oder das, was gerade vor mir ist, fühlst du dich in meinem Körper wohl? Antworte ja oder nein. Was sagt er? Fühlt er sich wohl, ja, oder fühlt er sich nicht wohl? Das kann man sagen. Er fühlt sich nicht wohl. Oh, er fühlt sich nicht wohl. Das heißt, wenn wir jetzt ganz intelligent sind, wie wäre es denn, wenn du den Körper verlässt? Wenn wir dir einen Weg zeigen, in ein Licht oder einen Weg zeigen an einen Ort, wo du dich viel besser entwickeln kannst, wo alle die da sind, die du brauchst zum Entwickeln. Wäre das ein tolles Angebot, du Angst? Was sagt sie oder was sagt es? Ja. Okay, dann nenne doch einfach mal eine Farbe. Sag du, was möchtest du für eine Farbe, dass ich den Weg öffnen kann, damit du den Tunnel findest aus meinem Körper heraus, aus meiner Zelle heraus. Ach, im Übrigen, was mir einfällt, ganz locker bleiben, Jeet, welche Körperzelle ist denn dieser Angst jetzt zugeordnet, welches Organ? Bitte melde dich, sag mal, hallihallo, wo ist diese Angst zugeordnet oder dieses Bewusstsein? Was kommt spontan, Jeet? Welches Organ? Ja, das letzte Organ. Das ist das letzte Organ, okay. Hallo, du letztes Organ. Sag mir doch bitte die Farbe. Ja, bleib gut, ist gut. Sag mir bitte die Farbe, die du mir jetzt nennst, damit ich diese Angst entfernen kann, dass sie raus kann aus meinem Körper. Nenn mir die Farbe. Was sagt dieses Organ? Welche Farbe? Ist sowas wie ein lila-blau, ja. Etwas dazwischen. Okay, lila-blau dazwischen. Fasse die Farbe und stell dir einen Gang vor. Und jetzt tu diese Angst, dieses Gefühl, sag, schau mal, in die Farbe gehst du jetzt rein. Und die Farbe ist wie ein Aufzug, der dich nach oben bringt, hinaus aus meinem Körper. Und da steht schon einer mit Licht. Und an dieses Licht dockst du an, bist du in Sicherheit dorthin, wo du dich weiterentwickeln kannst. Und dann versuchst du das zu begleiten. Du begleitest jetzt die Angst dort hinaus mit diesem Tunnel. Schaffst du das, ja oder nein? Ja. Okay, weitermachen und jetzt durchatmen. Jetzt brauche ich von deinem Organ
eine heilwerdende Affirmation. Wie lautet die? Hallo du Organ, du letztes Organ, das du gesprochen hast. Sag dem Cheat jetzt, wie kann er sich selber dich heilen? Sag mir die Affirmation, den Satz, der kommt. Der gute Satz heißt? Kann sich jederzeit öffnen und jederzeit schließen. Ich oder kann sich jederzeit öffnen und schließen. Ist das so? Ja. Okay, dann verinnerliche jetzt den Satz mit mir. Kann sich jederzeit öffnen und schließen. Wiederholen. Kann sich jederzeit öffnen und schließen. Kann sich jederzeit öffnen und schließen. Kann sich jederzeit öffnen und schließen. Ja! Und wir gehen ins Gefühl. Und wir lachen. Ja! Und wir sagen, kann sich, aha, jederzeit öffnen und schließen. Und wir sind leise. Kann sich jederzeit öffnen und schließen. Kann sich jederzeit öffnen und schließen. Dieses binde jetzt in eine schöne Farbe ein, die sich zeigt. Eine schöne Farbe, die sich zeigt. Dir zeigt. Welche ist das? Gelb. Gut. Nimm bitte die gelbe Farbe und setze die Affirmation da hinein. Kann sich jederzeit öffnen und schließen. Fülle es auf mit Gelb. Kann sich jederzeit öffnen und schließen. In das Gelb. Und jetzt lieb sprechen. Kann sich jederzeit öffnen und schließen, weil ich Cheat es will, weil ich es möchte und weil das Organ es möchte. Finde den Weg tief, finde den Weg frei, finde den Weg, kann sich jederzeit öffnen und schließen. Und jetzt sende einfach Liebe hinterher und sag, ich bin so erfüllt in Liebe, in Freundschaft mit dir, du Organ, dass ich dir so, so sehr danke. Ich arbeite damit, mit dieser Affirmation. Ich habe dich gehört. Ich danke dir sehr. Und in dieser Verinnerlichung gehst du wieder zurück in Richtung Sand. Und du schaust den Sand von oben an und sagst, naja, Sand, okay, wir kennen uns aus der Kindheit, aber ich bin jetzt groß. Ich bin so groß, dass ich auch ein bisschen über dich hinwegschauen kann und dass ich bitte jetzt ein Bild bekomme, was mir mehr gefällt als der Sand. Welches Bild könnte das sein, Cheat, was dir besser gefällt als der Sand? Ja, das wird zu Gold. Dann bau dir Goldbarren auf. Dann bau dir etwas auf, was dir gefällt jetzt. Und jetzt setz dir ein Ziel, ein richtig mentales Ziel, dass du sagst, das möchte ich gerne haben. Bitte, das möchte ich gerne haben. Was kommt, baust dir für dich selber aus. Du musst es nicht aussprechen, aber du siehst diesen Wunsch. Und diesen Wunsch vernetzt du jetzt mit kann sich jederzeit öffnen, kann sich jederzeit öffnen, kann sich jederzeit öffnen und der Wunsch schließt meine Erfahrung ab. Und der Wunsch schließt meine Erfahrung ab. Kann sich jederzeit öffnen, hat sich geöffnet und schließt und bindet jederzeit diese wundervolle Lebenserfahrung ab, die ich machen möchte, dass mein Wunsch erfüllt ist. So, und wenn du abends ins Bett gehst, morgen aufwachst, stellst du dir diesen Wunsch vor. Ich habe ihn erreicht. Ich habe ihn, das heißt den Wunsch, erreicht. Und der Satz heißt,
kann sich jederzeit öffnen und schließen. Ich danke dir, und du kommst aus dieser Verinnerlichung heraus über die Atmung. Du atmest dich zurück in ein anderes Bewusstsein der Zeit, in das Jetzt, in das Jetzt, in diese Zeit atmest du dich jetzt mit den kommenden Atemzügen in deinen Körper ein und aus, sodass du wieder ganz normal mit allen Erfahrungen, mit all dem, was du erlebt hast, zurückkommst in das Hier und Jetzt. Und wenn du soweit bist, öffnest du die Augen. Und vielleicht, ich sehe es ja nicht im Bild, könnte die Sabine vielleicht, wenn sie Lust hat, ihren Cheat mal in die Arme nehmen. Er hat es ganz süß gemacht. Ja, wir können es jetzt nicht sehen, ne? Wir können es dann später sehen. Da bin ich aber echt gespannt auf das Bild, ne? Das will ich sehen. Warte mal, vielleicht kann ich es doch zeigen. Warte mal, ich guck mal. Ach so. Ah ja, wir sehen es. Ihr seid richtig. Oh, wir sehen das. Chiti, wir sehen das ja richtig scharf. Ihr kennt ja, ich kann euch auch. Doppel, ich wusste nicht, dass diese Möglichkeit ist. Ne? Ist mir jetzt eingefallen. Toll! Super! Mehrdimensional gleich. Aber das könnt ihr nur ihr jetzt sehen, oder? Ja, das könnt nur ihr sehen. Schön! Echt klasse. Einen richtigen Stern drin. Also, ne? Die Zuschauer sehen das jetzt nicht, das wollte ich nur sagen. Ne? Ah, warte mal, kann ich schon? Ah, doch, kann ich schon jetzt. Also, wenn noch zum Thema zurückgeht, kann sich jederzeit diese Affirmation oft wiederholen und dann auf diesen Wunsch hinarbeiten, dass du den Wunsch dir vorstellst, früh, wenn du aufwachst und wenn du ins Bett gehst. Ja. Und das dann wirken lassen, dass der Obrigkeit übergeben, dem positiv-göttlichen Aspekt übergeben. So. Dankeschön. Ja. So geht es ungefähr. Ja. Also, nicht umsonst ist es, dass man manchmal 3 Stunden hier verbringt und man meint, es ist eine halbe Stunde vergangen. Aber man kann manchmal nicht stoppen und sagen, so, wir hören da auf und machen nächsten Montag weiter, sondern die Bilder müssen dann zu Ende gedacht werden und auch ins Licht gebracht werden, dass kein Restbestandteil von einer doofen Information in der Zelle bleibt. Und das ist ganz wichtig. Wenn man sowas macht, muss man sich sicher sein, dass dieser Weg, wo Cheat jetzt seine Bedrohung hinausgelassen hat oder diesen Zustand, egal wie man es formuliert, was nicht so attraktiv ist, machen wir es mal harmlos, ja, dann tut man dieses eben durch diesen Tunnel oder durch diesen Weg begleiten dorthin. Und jetzt kommt ja die Raffinesse an der Sache, ist ja, wenn ihr mitgedacht habt, dass das nicht so Attraktive plötzlich aufgenommen wird von einer Göttlichkeit, die sagt, ja, komm her, bei mir kannst du dann in die andere Abteilung gehen. Aber was die Abteilung macht, das ist nicht bekannt, ja. Mhm. Ob das jetzt in eine Verbesserung geht, wo der Zustand deinen Körper verlassen hat, oder ob das in eine andere Veränderung geht, dieses obliegt deiner eigenen Göttlichkeit, die alles kennt und die dafür entscheidend ist, das wegzunehmen und zu verändern, zu transformieren. Aber es muss transformiert werden, weil Wenn der Typ, der aus deinem Körper, dieses Bewusstsein, rausgeht und er ist nicht gefasst oder begleitet von einer Eskorte, die sich auskennt, dann schwirrt der Müll irgendwo im All umeinander und sagt, dann treffe ich dich und dann gibt es da eine Entwicklung, mhm, die gar nicht gut ist. Mhm. Also wichtig ist immer, dass alles in Schutz verwendet
und in Richtigkeit passiert. Und dann geht es super. Klasse. Ja, eben gesehen haben. Also ich glaube, Carsten, jetzt trägst mich nach Hause, weil sonst ist jetzt mal um 4 Uhr früh noch da. Ich glaube, ich habe mal wieder ganz schön überzogen. Ich würde nur überhaupt noch Zuschauer da sind oder ob die schon woanders sind. Na, die bleiben immer stabil, ne? Ah. Oh, das ist schön. Na gut. Also ihr könnt ja wirklich... Und gestern Abend halb eins waren sogar noch mehr, weil das ist die Nacht gelaufen, habe ich kurz geguckt, waren noch 10, 15 Zuschauer um halb eins oder eins, ja. Also viele schauen später, weil ich das im Facebook einfach auch reingebe, ne? Wir haben ja auch zwei Zuschauer aus Afrika. Ah. Aber auch. Ja, bloß ich kann eben nicht so gut Französisch sprechen, ne? Ah, okay. Ich kann Französisch. Also, das also schon schön, wenn ihr als Zuschauer uns mitteilt, ob es euch gefallen hat. Ich denke schon, es ist ein sehr spezielles Thema und ein schönes Thema. Bitte hinterlasst eure Daumen, ja, ob es euch gefallen hat, vielleicht auch einen netten Kommentar. Teilt doch bitte auf eurer Webseite die Filme, die ihr jetzt seht, sodass eure Nachbarn auch wissen, dass hier wirklich ein schönes Miteinander stattfindet. Ja, das wäre mein Wunsch an euch. Ja, den Wunsch nehme ich an. Und ich denke, wir lassen euch jetzt in euren wohlverdienten Abend oder Feierabend oder Nachtruhe. In den Schlaf, in den Träume. In die Träume. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut und zugehört habt, vielleicht auch mitgemacht habt. Feedback ist wichtig. Ja, das Feedback wurde ja etwas schon gegeben. Ja, und wir freuen uns, wenn wir uns dann morgen Abend um 21 Uhr mit dem Thema Herz sehen. Wieder treffen mit dem Thema Herz. Das ist ein ganz interessantes. Ja, aber Herz. Vielleicht haben die Hartis ja gar nichts mit den Hartis zu tun, ne? Ja, lass mal gucken. Ne? Lass mal sie gucken, ne? Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön, so schön. Bin ganz entspannt. Oh. Ja, bei mir ist alles am Wirken. Das erzähle ich euch mehr morgen, was alles geschehen ist, ja? Ich war ganz gespannt drauf. Okay. Ja. Dankeschön beiden. Für eure alles Zeit. Dankeschön. Gute Nacht. Ciao. Ach, ciao, ciao.